Das erste, mit dem wir uns befassen werden, das ist die sogenannte Seitenwinkelbeziehung und die Dreiecksungleichung. Ich habe euch dafür vier Dreiecke mitgebracht. Das sind spezielle Dreiecke. Einmal haben wir ein stumpfwinkliges Dreieck, ein rechtwinkliges Dreieck, ein gleichschenkliges Dreieck und ein spitzwinkliges Dreieck. Diese vier sind besondere Dreiecke und ich werde euch kurz erklären, was das Besondere dran ist. Stumpfwinkliges Dreieck heißt, es hat einen stumpfen Winkel. Das heißt, in dem Fall ist mein Winkel Beta hier stumpfwinklig, das heißt über 90 Grad. Dieses Dreieck ist rechtwinklig, weil es einen rechten Winkel hat. Das ist jetzt in dem Fall der Winkel Alpha. Kann natürlich auch der Winkel Beta sein, aber es können nie zwei Winkel 90 Grad haben, weil die Innenwinkelsumme im Dreieck ja nur 180 Grad hat. Genauso kann natürlich ein Dreieck nur einen stumpfen Winkel haben. Ein gleichschenkliges Dreieck heißt so viel wie zwei gleich lange Seiten sind dabei. In dem Fall ist es A und B. Warum? Weil ich quasi hier eine Symmetrieachse habe und dementsprechend die beiden Seiten gleich lang sind. Wenn ihr das nachher zeichnet, ist es eben am geschicktesten, die Mitte von der Seite A und B zu nehmen, dann hier hoch zu gehen, über eine Symmetrieachse zu zeichnen und irgendwo auf der Symmetrieachse einen Punkt zu benennen, dann kann man am leichtesten die beiden Schenkel nehmen, die eben dann gleich lang sind. Es gibt auch noch ein gleichseitiges Dreieck, aber das sparen wir uns jetzt erstmal noch auf. Ein spitzwinkliges Dreieck heißt, es ist weder rechtwinklig, es ist auch nicht gleichschenklig und es hat keinen Winkel, der größer ist als 90 Grad. Oder anders, kurz gesagt, alle Winkel sind unter 90 Grad. Alle diese vier Dreiecke solltet ihr in euer Heft zeichnen. Natürlich jetzt nicht genau so, wie es bei mir ist, das geht ja gar nicht, ihr könnt es ja nicht am Bildschirm abmessen. Aber es sollte eben die Eigenschaft aufweisen. Dieses stumpfwinklige Dreieck sollte einen stumpfen Winkel haben, dieses rechtwinklige Dreieck einen rechten Winkel, das gleichschenklige sollte zwei gleich lange Seiten haben und das spitzwinklige sollte keinen 90-Grad-Winkel haben, keine zwei gleich langen Seiten und auch keinen stumpfen Winkel haben. Dazu nehmt ihr am besten das Heft quer, da tut ihr euch am leichtesten. Anschließend ist es eure Aufgabe, bestimmte Sachen zu messen. Und zwar von jedem dieser Dreiecke die Seiten A, B, C. Da ist es wichtig, ganz wichtig, dass man es richtig beschriftet. Wer das nicht mehr weiß, wie man es richtig beschriftet, schaut sich bitte das Video davor an. Und man soll messen die Winkel Alpha, Beta und Gamma. Auch wichtig, dass man wieder diese richtig beschriftet. Schon in der Skizze oder in dieser Zeichnung hier oben sollte richtig drinstehen, welche Winkel wo stehen sollen. Bitte unbedingt richtig machen. Und dann berechnet ihr oder messt ihr quasi von allen vier Dreiecken die Seiten und anschließend die Winkel. Ich werde euch jetzt kurz vorstellen, was bei mir für Ergebnisse rauskommen. Also, hier habe ich jetzt mal gemessen und hier habe ich meine Ergebnisse gemessen. Man erkennt ganz eindeutig, hier haben wir einen stumpfen Winkel. Einem rechten Winkel muss klar sein, einer muss einen 90 Grad Winkel haben. Beim gleichschenkligen müssen zwei Winkelmaße gleich groß sein und zwei Seiten gleich lang sein. Beim spitzwinkligen Dreieck müssen alle drei Winkelmaße kleiner sein als 90 Grad und sie sollten nach Möglichkeit auch unterschiedliche Längen haben, die Seiten. Bei euch kommt dann natürlich was ganz anderes raus, weil ihr einfach ganz andere Zeichnungen habt. Ihr habt es ja nicht direkt vom Bildschirm abgezeichnet. Doch was können wir da rauslesen? Man schaut sich einfach nur mal an, wenn man zum Beispiel bei Seitenwinkelbeziehung sein möchte. Wir schauen uns einfach das Verhältnis von Seite und Winkel an oder die Beziehung zwischen Seite und Winkel. Hier ist die Seite B die längste Seite. Ups, dann ist auch der Winkel, der hat das größte Maß. Hier ist die Seite A die größte Seite, dann ist auch das Winkelmaß, das dann quasi gegenüber liegt, ist auch das größte. Und so geht es weiter. Hier die längste Seite ist gleichzeitig, dann hat auch das gleiche Winkelmaß oder das größte Winkelmaß gegenüber. Und hier die längste Seite hat auch das größte Winkelmaß gegenüber. Das ist die erste Feststellung, die wir haben. Der größeren Seite liegt der größte Winkel gegenüber. Also immer wenn eine Seite größer ist, liegt auch größere Seite Winkel gegenüber. Das heißt 6,9, der Winkel gegenüber muss größer sein als der Winkel von 4,9. So kann man auch überprüfen, ob ihr richtig gemessen habt. Und dann gilt noch, die Summe von zwei Seitenlängen ist größer als die Länge der dritten. Das nennt man die Dreiecksungleichung. Das heißt, von zwei Seitenlängen zusammengezählt muss größer sein als die dritte. Also 4,9 und 6,9 sind in dem Fall 11,8 ist größer als 10,6. Wenn ich hier 4,7 und 6,9 zusammenzähle, dann ist das größer als 8,4. 4,7 und 7,3 zusammenzählt ist natürlich größer als 7,3. Und 4,8 und 5,4 zusammenzählt ist größer als 6,9. Was haben wir also gelernt? Wir wissen, dass Seiten und Winkel in einer Beziehung stehen. Das heißt, ist die Seite groß
oder die größte, dann muss auch der Winkel gegenüber der größte Winkel hat, muss das größte Maß haben. Oder wenn zwei Seiten zusammen addiert werden, dann müssen diese beiden Seiten zusammen größer sein als die dritte. Sonst geht's nicht. Sonst ergibt sich kein Dreieck. Das ist das, was hängen bleiben soll.